Eigentlich war der Trend in den letzten Jahren ziemlich klar. Asien wird relativ weiter aufsteigen, der Westen wird relativ weiter absteigen. Aber jetzt ist plötzlich eine Situation entstanden, die Asien in gewisser Weise in eine Krise stürzt, während der Westen scheinbar gut dasteht. Denn wir haben im Westen vermutlich die besseren Impfstoffe. Das sorgte dafür, dass hier die Dinge nicht außer Kontrolle geraten und in Asien sind die Probleme nicht gerade kleiner geworden. Gerade was China betrifft, sind die Probleme nicht kleiner geworden. Gerade was chinesische Aktien betrifft, sind sie eher größer geworden. Der Sturm kommt aus Asien. Ich versuche mal ein kurzes Panorama zu entwerfen, wo wir derzeit stehen. Angefangen mit China, da heißt es heute, dass der Einkaufsmanager-Index Manufacturing, also produzierendes Gewerbe, nur 50,3 ist. Wir sehen einen klaren Abwärtstrend, also der Konjunktur, nicht nur in China. Dazu weitere Aktionen gegen drei private Tutoring Firms, also Education aus diesem Bereich, Nachhilfe, Lerninhalte. Hier geht also sozusagen dieser Kampf der Führung in Peking gegen Privatfirmen schlichtweg weiter. Eigentlich eine schlechte Nachricht und schlechte Nachricht auch, dass in manchen Provinzen Chinas ein Reiseverbot verhängt wurde wegen steigenden Corona-Zahlen. So weit, so nicht so schön, aber positiv, dass man erwartet, dass dann eben China wieder so ein bisschen auf die Stimulus-Taste drücken wird. Das ist etwas, was dann auch die chinesischen Aktien heute nach oben bringt. Aber wenn wir uns mal anschauen, hier die Bedeutung Chinas, wie die gewachsen ist. Hier mal eine Grafik, die zeigt, welche Länder einen größeren Anteil an Handel haben mit den USA im Jahr 2000. Fast alle blau, also fast alle haben mit den USA damals mehr Handel gehabt und im Jahr 2020 fast alles rot. Fast alle Länder der Welt haben mehr Handel mit China als mit den USA. Das zeigt diesen Aufstieg mal in einer Grafik. Wir sehen hier den Anteil am globalen Handel, da sehen wir, dass die USA weiter verloren haben und China weiter zugelegt hat. Aber es ist eben nicht nur China, sondern es ist der gesamte südpazifische Raum mit Ländern wie Vietnam, Philippinen, Indonesien, die alle stark aufgekommen sind. Aber, das wollte ich Ihnen jetzt hier mal in dieser Grafik kurz zeigen, wir sehen, dass eben diese Länder derzeit Probleme haben. Wir sehen, dass deren Wirtschaft wieder schrumpft bereits. Hier die Asian Manufacturing Sektor, das sind eben so Länder wie Philippinen, wie Indonesien, wie Thailand, die also in den letzten Jahren durchaus einen Aufstieg verzeichnet haben, die sich erholt hatten nach Corona und jetzt wieder unter 50, deutlich unter 50 sind, mit einem 13-Monats-Tief bei den Einkaufsmanager-Indizes bei 44,6. Also das zeigt, dass hier der Gegenwind aus Asien kommt und das ist für uns insofern eine schlechte Nachricht, da ja fast alle Produktion inzwischen in Asien ist und wenn die Asiaten Probleme haben, dann kommt weniger an Lieferung zu uns. Das ist ja genau das Thema, das wir derzeit schon haben. Dementsprechend sehen wir, dass die Dinge wahrscheinlich in Sachen Inflation noch schwieriger werden. Diese Grafik hatte ich vorhin schon mal kurz versehentlich eingeblendet. Hier sehen wir die Marktkapitalisierung von Amazon, ein Unternehmen, das deutlich weniger gewachsen ist als Alibaba. Gleichwohl der Aktienkurs von Alibaba oder die Marktkapitalisierung tendenziell rückläufig in letzter Zeit, während Amazon bis auf den kleinen Rücksetzer letzte Woche nach den Zahlen ja stetig zulegen konnte auf über 1,8 Billionen. Der Marktwert von Alibaba nicht mal oder nur knapp über eine halbe Billion. Also da sind riesige Bewertungsunterschiede, obwohl Alibaba viel schneller wächst etc. etc. Aber da wird eben auch ein gewisser Pessimismus eingepreist, eine gewisse Rechtsunsicherheit eingepreist durch die Führung in China. Aber nochmal zurück zu diesen Lieferketten. Wir sehen hier gerade frisch IFO hier für Lieferketten, für Knappheit von Vorprodukten im Bereich verarbeitendes Gewerbe hier berichten weit über 60%, dass sie diese Knappheit haben. Und es sind vor allem aus dem Bereich Elektronik, Computer, Autoproduktion. Das sind die am stärksten betroffenen Möbel. Hier sehen wir also, wie das schon reinschlägt und wie gesagt, wenn Asien hustet, dann kriegen wir hier einen Schnupfen, weil wir letztendlich eben auch in Sachen Lieferungen von Asien abhängig sind. Das sollte man nicht vergessen. Aber mehr Optimismus in den USA und deswegen sehen wir auch heute höhere Futures, weil dieses Infrastrukturprojekt ein bisschen näher gekommen ist. Man will wohl diese Woche noch drüber abstimmen. Jetzt hat sich diese Kommission aus zwei Parteien wieder auf etwas geeinigt. Das tut man öfter, aber hier
viel Optimismus, dass dieses Infrastrukturpaket eben vorankommt. Und wir haben insgesamt ja gesehen, USA, sehr gute Berichtssaison. Wir haben jetzt die höchste Buy-Rating-Quote seit 18 Jahren bei amerikanischen Analysten, eben weil man sich sagt, boah, die Zahlen sind überwiegend sehr gut ausgefallen, deswegen sind die Wall Street Analysten so bullish wie seit 18 Jahren nicht mehr, also vergeben so viele Kaufratings. Und hier unten in der Grafik sehen wir, ja, wir hatten natürlich eher Surprises, eher Überraschungen auf der Oberseite, was die Zahlen betrifft, als Überraschungen auf der Unterseite, die waren relativ rar. Gleichwohl ist normalerweise der August nicht so ein toller Monat für die Aktienmärkte, weil schlichtweg Geld tendenziell aus den Aktienmärkten fließt, wie hier oben eine Grafik von Goldman Sachs zeigte, die ich schon mal präsentiert hatte. Also es ist so, dass normalerweise der unmittelbare Anfang des August noch ganz gut ist und dann nimmt es ab. Das Muster würde jetzt ein bisschen passen. Und wir sehen aber hier unten in der Grafik, dass eben die durchschnittliche Performance von Aktien, die deutlich besser berichtet haben als erwartet, jetzt nicht besonders toll war. Nur durchschnittlich 0,31% gestiegen, während Aktien, die die Schätzungen nicht erreicht haben oder die hier enttäuscht haben, die sind weiter deutlich unter Druck. Wenn wir jetzt mal den Vergleich machen zu vor Corona, also zum Januar 2020, da stand der S&P 500 bei 3.257 Punkten. Jetzt sind wir bekanntlich über 4.400 im Juli gewesen. Also da sind wir doch auf einer ganz anderen Fahrtstrecke. Jetzt sehen wir, dass die Forward Earnings Ratio bei 25 ist, damals im Januar 2020 bei 19. Und Earnings Estimates, also Gewinn pro Aktie, ist in etwa gleich geblieben, ganz leicht gestiegen. Also wo wären wir, das ist jetzt eine derzeit heiß diskutierte Frage, wenn es Corona nicht gegeben hätte, wären die Aktienmärkte tiefer? Die wahrscheinliche Antwort ist, ja, sie wären mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit tiefer, eben weil die Notenbanken nicht so reingestiefelt wären, die Staaten nicht so viel Stimulus gemacht hätten. Nochmal zurück jetzt zu dieser Saisonalität, normalerweise in den letzten 33 Jahren, August und September, eben eher schwache Monate, weil schlichtweg eben hier Liquidität aus dem Markt gezogen wird, tendenziell, beziehungsweise eben diese Situation mit den Zuflüssen so schwach ist wie sonst nie. Jetzt kommen wir nochmal, wir hatten Lieferketten, wir hatten das Thema Inflation, jetzt kommen wir nochmal zum Bereich Inflation und wir sehen ja, dass die Rohstoffpreise deutlich gestiegen sind. Jetzt ist die Frage, was ist mit den Löhnen? Jetzt hat ADP, das ist ein Institut, das den Arbeitsmarkt erforscht, festgestellt, dass diejenigen, die innerhalb einer Branche oder innerhalb eines Sektors ihren Job wechseln, deutlich höhere Löhne bekommen und auch beanspruchen. Da ist zum Beispiel in der Information Industry knapp 10%, in der Finanzindustrie 7,8% und Real Estate auch fast 10%. Das heißt, es lohnt sich derzeit, seinen Job zu wechseln innerhalb der Branche, weil man dann höhere Gehälter bekommt. Und jetzt sagen natürlich die Verbliebenen, die nicht ihren Job gewechselt haben, ich will auch höhere Löhne, und das wäre dann eben das Puzzlestück in Sachen Inflation. Hier sehen wir, dass jetzt eben immer mehr Forderungen aufkommen, auch in den USA, das wird hier in Deutschland nicht anders sein, um die gestiegenen Preise, mit denen man es zu tun hat, das wird immer mehr auch ein Medienthema, wie man sieht, eben auch irgendwie kompensieren zu können, brauchen die Menschen höhere Löhne. Jetzt ist die Frage, höhere Löhne, höhere Preise, das sorgt für einen Anstieg der Inflationserwartungen. In Deutschland jetzt auch die Inflationserwartungen zuletzt deutlich gestiegen. Und das dürfte das entscheidende Kriterium sein für die US-Notenbank FED, wie sie mit den Dingen umgeht. Die Notenbanken schauen vorwiegend auf die Inflationserwartungen. Warum? Weil diese Erwartungen eben letztendlich eine Art self-fulfilling prophecy sind. Wer hohe Inflation erwartet, verhält sich so. Wer keine Inflation erwartet, verhält sich eben genau andersrum. Das ist genau das Thema. Und das hat Paul wahrscheinlich auf den letzten beiden Pressekonferenzen, wie PIMCO hier richtig sagt, angedeutet. Wir versuchen, die Inflationserwartungen nach unten zu kriegen. Aber wenn das nicht gelingt, dann muss man handeln. Dann muss man eben mit diesem Tapering beginnen. Und wir sehen auf der anderen Seite neue Rekorde am Repo, Reverse Repo Markt. Wir haben jetzt über 1 Billion das erste Mal gesehen. Und das also hier Geldmarktfonds, Banken bei der Fed immense Geldvolumina hinterlegt haben, um Staatsanleihen zu bekommen, könnte an einer Knappheit von Staatsanleihen liegen, denn die Amerikaner haben sich massiv verschuldet.
Aber die Emission von Staatsanleihen ist mit dieser massiven Verschuldung nicht ganz mitgekommen. Dadurch möglicherweise eine Unterdeckung von Staatsanleihen, die eben die Banken und Geldmarktfonds so süchtig werden lässt nach diesen US-Staatsanleihen. Das ist ein Prozess, der sich dann Ende des Jahres wieder umkehren dürfte. Aber jedenfalls, wenn wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten kommen, dann hat hier wieder Gruppen 6 eine interessante Perspektive. Da ist einfach so viel Cash noch am Start, eben durch Ersparnisse, die vor allem in der Corona-Krise aufgelaufen sind. Über 5 Billionen in den verschiedenen Ländern, vor allem in den USA, besonders stark ausgeprägt. Auch wenn wir jetzt gesehen haben, dass diese Savings Rates, also diese Ersparnisse in den USA zurückgehen, weil die Leute eben konsumiert haben, weil die Leute das Geld ausgegeben haben, aber jetzt eben praktisch nur noch so viel Ersparnisse haben wie vor der Corona-Krise. Wir werden mal sehen, wie die Dinge ausgehen. Jedenfalls haben wir Gegenwind aus Asien. Da laufen die Dinge nicht mehr so gut. Wir sind jetzt sehr optimistisch im Westen. Das ist wahrscheinlich alles nur eine Situationsbeschreibung, die ein Schlaglicht wirft auf eine aktuelle Situation, wahrscheinlich nicht der große Trend ist. Der große Trend dürfte sein und bleiben, dass Asien tendenziell sozusagen am Glanz des Westens weiter knabbern wird, sodass wir weiterhin in einem relativen Abstiegskampf sind, während die Asiaten weiterhin in einem relativen Aufstiegssituation sind. Aber derzeit ist es eben so, dass die Asiaten erstaunlicherweise mehr Probleme haben oder Probleme bekommen. Wir blickten neidisch nach Asien in den ersten Corona-Wellen, dachten uns, wow, die haben das echt gut im Griff. Aber jetzt ist es nicht mehr so gut im Griff und wir sehen, dass die Wirtschaft dort Probleme hat. Und das ist sicherlich auch keine allzu gute Nachricht, vor allem für die deutsche Wirtschaft. Denn die ist bekanntlich gerade von China nicht gerade unabhängig. Also, ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Montag und sage Ihnen Servus und Ciao.